Dann fällen wir uns das eben nochmal. Klock, 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 buff. Klock, 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 buff. Klock, 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 buff. Buff, klock, klock, buff. Buff. Und weg ist es. Juhu. Und wir werden uns hier mal wieder ein Setzling hinsetzen. Zack. So. Dann haben wir das alles und zack. Ach, ist doch schön, dass es mal vorangeht. Ich meine, wenn man schon monatelang nichts macht, dann kann man auch mal vorankommen. So. Ach, so geht das ja gar nicht. Ich muss mir hier natürlich noch Holz hinpacken. Und zack. So, jetzt habe ich ein Radio. Mir fehlt aber noch Eisen. Eisen ist zum Schmeißen da. So, dahin, dorthin, zack, zack. Ey, da brauchen wir ja keine Schallplatten mehr. Oh, wie? Was? Das hau ich kaputt? Ist nicht dein Ernst. Wie baut man denn das ab mit der Axt? Da ist es doch eigentlich noch kaputter. Weißt du, ich schlag gegen kaputt. Super. Okay, nochmal. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Materialien. Von daher ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Also ich muss das Radio auf jeden Fall an die richtige Stelle setzen, sonst haben wir da nämlich ein Problemchen. So. Halt. Eisen. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Vor allem, was ich mal hier reinpacke. Jetzt haben wir von den Smaragden haben wir 6 Stück. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Und hier, guck mal, Diamanten. Lässt sich auch sehen. Den 25er Stack, den nehme ich einfach mal mit, falls wir ihn brauchen sollten. Und was ich auch noch mal machen möchte. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Getreide gelassen habe. Ich glaube, das Getreide habe ich irgendwie im Haus liegen. Hups! Ich möchte nämlich die Schafe mal züchten. Vielleicht sollten wir uns die Schafe auch mal hierher holen. Das würde mehr Sinn ergeben. Weil das ist ja hier schließlich der Bauernhof, theoretisch. Oh Gott. Wenn ich schon sehe, was ich hier wegmachen muss. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so planen würde. Hier haben wir das Feld, wo wir das Futter anbauen. So, und dann müsste hier theoretisch neben unserem Haus die Schafstation hin. Oh, hier in der Höhle war ich ja noch nie. Ich weiß zwar, dass da 1000... Wie? Ich kann den nicht hauen. Enderman! Oh, ist er weg. Hier geht's tatsächlich rein. Wo ist er? Okay, er ist weg. Schade. Ich hätte gern die Enderperle gehabt. Aber da ist er doch leider abhanden gekommen. So. Gut, das heißt, ich müsste hier... Oh Gott, oh Gott, das wird ein Heiden... Das wird ein Heidenspaß. Aber wie das eben so ist... Man beißt sich so allmählich durch die Landschaft. Ich fange da jetzt schon mal mit an. Weil es könnte ja sein, dass wir das bald brauchen werden. Und ein bisschen Erde schadet nie. So. Dann haben wir hier auch gleich die letzten Steine weg. Dann muss das nur noch aufgefüllt werden mit Erde. Und dann haben wir schon mal einen Teil vergrößert. Mensch, das hat's jetzt echt gebracht, Terra. Würde jetzt irgendwer sagen, die ich mir gerade ausgedacht habe. Aber immerhin sind das schon mal 2 Reihen weniger, die wir wegtragen müssen. Und wenn wir immer mal so ein bisschen machen, kommen wir auch voran. So. Okay. Finde ich gut. Das Radio muss noch gebaut werden. Wie stelle ich denn das hin? Ich würde das ja am liebsten hier so in die Ecke machen mit so einem Blümchen. Ja, das ist eine gute Idee.
Auf den Tisch will ich es jetzt ungern packen, dann kann man da keinen Teller mehr hinpacken. Das heißt, wir machen uns einen Schrank. Am besten so einen Schrank. Ein Sofa wäre doch auch mal total klasse, aber dafür habe ich hier keinen Platz. Ich brauche also zwei Kisten. So. Diese Kisten reihe ich so an und dann... wenn man genug Holz hätte, im Normalfall, könnte man auch was bauen. Mist. Moment, das geht einfacher. Ich habe da oben zwei Bäume, die ich mal gepflanzt habe. Warum nehme ich die eigentlich nicht? Ich muss es auch immer komplizierter machen, als es ist. Aber das ist man ja gemohnt. Gemohnt. Das ist man voll gemohnt von mir. Oh, nein. Ah, da hat sich wieder so ein toller Baum hingestellt. Der mir jetzt ein bisschen... Ja, Setzlinge. Im Ernst? Wobei, doch. Hier ein hin und dort ein hin und dann freuen wir uns. Und tanzen unseren Namen. So. Rein da. Und schnell Holz. Bumm. Nein, das will ich eigentlich gar nicht machen. Ich möchte das Holz auch noch verbrauchen. So, wo habe ich jetzt die Kisten? Hier habe ich die Kisten. Dann haben wir da eine Kommode. Die stellen wir mal dahin. Die ist fast unauffällig, ne? Wenn ich jetzt hier neben noch so ein... Kann man machen. Das kann man wirklich machen. Ich könnte auch... Damit das hier ein bisschen schöner wirkt, hier die Schränke hinmachen statt die Holzbalken. Dann haben wir nämlich, da können wir unsere ganzen Küchenutensilien reinpacken. Das sollte ich vielleicht mal machen. Komm, das machen wir. Oh, jetzt wird natürlich wieder das Holz nicht reichen. Wobei doch, das wird reichen. So, Holz, Axt, weg damit. Kann man sogar so ein bisschen dazwischen durchgucken. Ich weiß nicht, wie sich das ausschlägt, wenn ich jetzt hier noch so ein... Ja, so einen Schrank hinsetze, ob das dann irgendwie zusammenwächst. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Wird schwierig auf jeden Fall. Hm, der Chat hat sich echt beruhigt, muss ich sagen. Es war aber mal zeitig echt schön, muss ich sagen. Wo man da mal ein bisschen auf die Fragen eingehen kann. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich das immer jetzt so mache, wenn ich Attack of the B-Team spiele. Ihr müsst mir das natürlich auch mal auf YouTube schreiben, wie ihr das findet, ob ihr das so haben möchtet oder ob ich ein ganz normales, stinknormales Let's Play machen soll. Aber das Gute an dieser Geschichte ist ja, wenn ich das so mache, dann kriegt ihr auch mal ein bisschen mit, wenn ich Fragen beantworte. Ich denke mal... Da ist jedem mitgeholfen. Oh, schön. Warte mal. Ach, ich kann das auch anders ausmachen. Einfach Knopf drücken. Ey, das Radio ist toll. Bis wohin hört man das eigentlich? Das hört man sogar hier unten recht gut. Das ist irgendwie schön. Das hat was Beruhigendes. So, gehen wir mal ins Bett. Lassen das Radio einfach laufen. Weißt du, es verbraucht auch keinen Strom. Wie kriege ich das jetzt eigentlich wieder aus?
Ich könnte mir vorstellen, dass das einmal durchlaufen muss. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so an. Höre ich das tatsächlich überall? Okay, es wird leiser. Mann, das hat aber eine Lautstärke. Wenn das mein Nachbar wäre, ne, da würde ich mit der abgesägten Schrotflinte vor der Haustür stehen. Dass er mal endlich sein Radio leiser machen soll. Ist ja unfassbar, dass man das bis hierhin hört. Ich wollte gucken, ob ich Lehm habe. Habe ich aber bestimmt irgendwo. Hier. Huch. Schmeiß erstmal vor Freude den Lehm weg. Brauchst du doch nicht mehr. Ach so. Jetzt mal ein bisschen so die Deko-Sachen. War das nicht mal so? Konnte ich so nicht einen Blumentopf machen? Flower? Ach so. Ach so. Na, den muss ich erstmal Briggs daraus machen. Wenn das so ist, feiner Herr. Dann müssen wir da halt erstmal was rausmachen. So, das kommt wieder hier rein. Silikon. Ich weiß immer nicht, wo ich das herkriege, aber ich pack's mal damit drauf. Eisen packen wir auf Eisen. Spruce auch hier rein. Ich habe sogar Rice irgendwo bekommen. Rice and Scheiß, Mr. Freeman. Rice and Scheiß. Wie lange läuft denn das Radio eigentlich? So. So, jetzt haben wir unseren ersten Blumenpott. Und ich glaube, ich packe da die Lotusblüte rein. Ach nee, das war ja gar nicht so. Ich muss das ja hinsetzen und dann... Okay. Bitte warten. Der nächste Brick ist für Sie reserviert. So. Nehmen wir den mal mit. Jetzt wird es wieder so laut. Ich hoffe, das geht auch wieder aus. Nicht, dass ich das wirklich kaputt machen muss. Wie? Ich kann die da nicht reinpacken. Nicht dein Ernst. Wieso? Das ist ja mal wieder typisch. Es muss doch irgendwo eine Blume sein. Da kriege ich Unkraut, aber mehr auch nicht. Oh, jetzt ist die Musik alle. Oh, ich habe Teeblätter bekommen. Na super. Das, was ich jetzt auch brauche. Ein Tee, um mich wieder zu beruhigen. Das kann doch nicht sein. Wo habe ich denn letztes Mal die Blumen hergekriegt? Ich könnte mir vorstellen, dass ich da hinten noch was drin habe. Ich habe auch meine Schere nicht mehr. Ich mache mir nochmal eine. Weil die habe ich ja mit dem alten Terra weggeschmissen. Biomes Oplenty. Ich könnte mir vorstellen, dass Biomes Oplenty... Sachen vielleicht da reingehen. Flower Child. Blumenkind. Wie sieht's aus? Hä? Das gibt's doch nicht. Jetzt löst die Blume sich einfach auf. Dann muss ich mal in den Keller. Weil im Keller bin ich mir fast sicher, dass ich da noch Sachen hatte. Da hatte ich doch die... Die Grünzeugkiste. Ah, jetzt gehe ich tatsächlich die Leiter wieder runter. Naja, egal. Ob ich jetzt diese paar Sekunden die Leiter runterlaufe oder runterfalle, ist doch wohl wurscht. Dann wollen wir da mal gucken. Ich höre einen Zombie. Ist mir gerade vollkommen Wurst. Grünzeug. Im Grünzeug habe ich mal gar nichts drinne. Was irgendwie mal ansatzweise mit Minecraft zu tun hat. Okay, also wieder raus. Jetzt ist es irgendwie total still, ne? So.
und hepp. Dann gehen wir eben wieder raus. So, Tür auf, Tür zu. Und, ich muss doch hier irgendwo eine Blume finden. Da steht doch eine. Ich sehe dich doch. Ja! Eine rote Blume. Wir machen mal die hier weg. Das fällt doch gar nicht auf, dass die fehlt. Vor allen Dingen packe ich da auch gleich wieder einen Erdblock drauf. So. Fällt nicht auf, oder? Wahrscheinlich steht gleich irgendwo in den Kommentaren. Es fällt ja wohl auf, weil ich jetzt immer darauf achte. Na, dann ist das dein Problem. Ich achte da ab sofort nicht mehr drauf. So, Tür auf, Tür zu. Und zack. Ja! Endlich eine Blume. Och, wie schön. Ich freue mich. Ein Träumchen. Endlich eine Blume. Und ein Radio. Alles, was ich schon immer mal haben wollte. Und hier muss noch irgendwo ein Fernseher hin. Ich glaube, die müssen wir... Weil ich kann mich ja hier hinsetzen und könnte hier Fernsehen gucken. Hm. Diese Durchreiche irgendwie... ist die zwar schön? Hat aber auch irgendwas, ne? Es ist fertig! Naja, es geht ja leider nicht durch. Es müsste eigentlich mehr so eine Tür sein, die ich aufklappen kann... Ja, das ist ja toll, dass das funktioniert. Es wäre so schön, wenn das gehen würde. Ja, ist ja toll. Es geht nämlich nicht. Schade. Es hätte so verdammt gut aussehen können, aber nein, es geht nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder keine Glas... Doch, ich habe hier noch Glasscheiben. Dann setze ich da erstmal die Glasscheibe wieder rein. Und dann ist das halt so. Dann können wir da doch keine Klappe reinmachen. Boah, ich hätte mich so gefreut, wenn das gegangen wäre. Aber dann macht mir Minecraft hier einen Strich durch die Rechnung. Weil wir sind hier noch in der Version 1.6.4. Da geht das noch nicht. Da muss ich immer einen Block haben. Und dann setze das vor den Block, nicht in den Block. Das geht da hier noch nicht. Das ging erst in 1.7.2. Da ging es, glaube ich, das erste Mal. Aber so weit ist Attack of the B-Team noch nicht. Ja, und wie dieser Ofen hier funktioniert, eigentlich müsste ich mal probieren, ob das mit dem Hebel geht. Oh, kann ich ja gar nicht zusammensetzen. Das ist ja schade. Na. So. Was passiert, wenn ich da einen Hebel dran... Wie kann ich denn den Ofen benutzen? Muss da noch irgendwas dran? Also einen Kühlschrank könnte ich auch bauen. Ich brauche nur ziemlich viele Eisenblöcke. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Aber die größere Frage, die ich habe, kann ich denn eigentlich hier auch meine Sachen machen? Das habe ich noch nie ausprobiert. Nö, das geht hier nicht. Weil ich brauche ja quasi ein... upala. Wo ich mein Essen mache und ich brauche einmal das, wo ich halt mein... Ja, meine ganzen Werkzeuge und so bauen kann. Und ich muss das im Keller verfrachten. Ja, war doof. Ja, wie feuer ich das an? Hm. Ich könnte mir sogar einen Drucker bauen. Da kann ich mir bestimmt irgendwas ausdrucken. Eine Toilette. Dafür brauche ich nur Quarz. Hm... Ein Waschbecken wird natürlich auch noch was. Ein Hammer. Hey, mit dem Hammer werde ich das definitiv nicht heiß kriegen, aber... Cooling Pack. Kein blassen Schimmer. Es gibt hier auf jeden Fall einen schönen Zaun. Der Zaun. Der hat's irgendwie. In sich. Ich will das gerade mal ausprobieren. Ugh.
Ich gehe mal kurz schlafen. Damit mich nicht gleich irgendwas stört. Ja. Und gute Nacht. Und wieder wach. Jetzt gehen wir da mal runter. Mal Luki Luki machen. Hä? Nee, so war es nicht gedacht. Kann ich den Zaun auf den Zaun packen? Hä? Das geht nicht. Ich kann es dran packen, aber... Wer auch nicht. Aber der sieht gut aus. Das ist mein schicker Zaun. Sieht auf jeden Fall besser aus als das da oben. Normalerweise müsste ich das noch abstützen irgendwo. Wie das wohl aussieht, wenn ich den weiß... Nee, das sieht nicht aus. Das muss schon so bleiben. Ich würde es auch gar nicht anders bauen wollen. Das mit dem Zaun hat hier was. Mal ganz im Ernst, hier könnte man eigentlich, wenn man das jetzt mal formschön machen will. Oder mach ich's davor? Oder auf beiden Seiten? Nee, das sieht doof aus. Vielleicht nur innen? Ach ja, mein Glowstone ist ja jetzt auch weg durch diese Aktion, ne? Das ist natürlich weniger schön. Ich müsste also auch nochmal in den Nether. Oh, nö. Jetzt nochmal in den Nether? Will ich in den Nether? Wie spät ist es denn? Ja, ich könnte nochmal in den Nether. Ja, das müssen wir machen. Das müssen wir tatsächlich machen. Halt. Erstmal. Ich weiß, ich laufe die ganze Zeit rein und raus, aber ganz im Ernst. Ich lasse mir da nichts sagen. So. Dann müssen wir hier gleich erstmal aussehen. Zack, 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 zack. Hier erstmal wieder alles hinpacken. Warum drücke ich eigentlich mehrmals auf den Knopf? Muss man doch gar nicht. Man hat wahrscheinlich gemerkt, wie ich meine Maus penetriert habe. Ui. Ein bisschen die Gildemusik. Die hatten wir heute auch noch nicht. Die Gilde ist ein richtig schönes Wirtschaftsspiel. Kann ich jedem nur empfehlen. So, dann haben wir das. Die Samen. Die Samen, die packen wir hier rein. So, jetzt machen wir uns erstmal Backe-Backe-Kuchen. Ne, wir machen uns Brote. So. Das kommt hier hin, das kommt dorthin, das kommt hier hin und dort... Reis. Habe ich hier tatsächlich drinne? Packen wir da auch mit rein. Tee, von mir aus auch. Ich habe so viel Eisen dabei. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich... Ich muss ja sowieso an dem anderen Haus vorbei. Das sehen wir jetzt mal ganz locker. Wir gehen jetzt zum Haus, schmeißen wieder alles in den Ofen und gehen weiter.